Naja, ich will einfach mal so sagen, es ist jetzt nicht meine Aufgabe, über die mir auch gar nicht so im Detail bekannte amerikanische Gesellschaft herzuziehen. Aber ganz grundsätzlich sind wir natürlich alle schlecht beraten, wenn man sozusagen Menschen aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft in irgendeiner Form benachteiligt. Dass das manchmal schwer ist, das nicht zu tun, das will ich durchaus zugeben. Also ich würde erst mal sagen, ein Polizist, der Social Profiling macht, das muss nicht jetzt gleich immer einer sein, der ein Rassist ist, sondern das kann auch, sagen wir mal, einfach die Erfahrung der letzten 2 oder 3 Arbeitstage von jemandem sein, dass er dann auf einmal, dass da was im Kopf abläuft, was nicht korrekt ist. Aber insgesamt würde ich einmal sagen, wir sind alle gut beraten, uns die Bilder, die wir im Kopf haben von anderen, immer wirklich mit Fragezeichen zu versehen. Naja, Rassismus ist vielleicht ein weit hergeholter Begriff, aber es gab natürlich die Ablehnung von Menschen und die Differenzierung von Menschen. Also Miriam, die Prophetin und die Schwester von Moses, hat ja mal ebenso die zweite Frau von Moses zusammen mit ihrem Bruder Aaron mit sehr unnetten Worten bedacht, weil sie Kuschiterin, sprich eine Schwarze war. Und das ist dem lieben Gott gleich übel aufgestoßen. Und deshalb hat sie Aussatz bekommen, musste aus dem Lager raus. Aber immerhin, vielleicht weil sie Moses Schwester war, vielleicht weil sie Prophetin war, vielleicht auch weil man ihr die Chance geben wollte, es wieder gut zu machen, hat das ganze Lager dann mit der Abreise gewartet, bis der Aussatz abgeheilt war. Und sie konnte dann wieder mitwandern. Das bedeutet im Klartext eigentlich, man hat sie sozusagen nicht in der Wüste zurückgelassen und ihrem Tod dem Tod überlassen. Aber es gab eben eine ganz erhebliche Strafe. Und aber der Fakt, dass es so gewesen ist, deutet natürlich darauf hin, dass es da schon, sagen wir mal, sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem gegeben hat, wer dazugehören könnte und wer nicht dazugehören könnte. Also all das, was wir heute am Ende auch als Ausgrenzung bezeichnen und was natürlich ein Teil des Rassismus ist, hat es da offenbar auch schon zumindest in Ansätzen gegeben oder in diesem Ansatz. Und insofern würde ich immer sagen, das ist ein gutes Beispiel. Daran soll man sich ein Beispiel nehmen. Also wer der Meinung ist, über jemanden übel reden zu müssen oder zu wollen, weil er anders aussieht oder von woanders herkommt, der muss wissen, dass das eigentlich einer schweren Strafe, einer schweren Übertretung zur Folge hat und geahndet wurde.